Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder da mit einem neuen Video. Aber diesmal wird es ein Story-Game sein, was sehr gehypt ist und momentan am Rumkursieren ist. Und zwar nennt sich das Mouse Academy. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, vielleicht auch noch nicht. Auf jeden Fall werden wir es zusammen heute mal ausprobieren. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Es soll sehr spooky sein, also perfekt für den Spooktober, für die Halloween-Zeit. Ja, wenn ich öfters mal Story-Games spielen soll, weil das wurde ab und an mal in den Kommentaren angefragt, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen, weil das kann man auch echt gut mit der Community spielen. Also bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, ihr habt mega Lust auf Story-Games. Und dass ich das öfters machen soll. Mal gucken, ob ich das auch heute überleben werde. Passend zum Thema Spooky und so. Und zu dem Spiel, was ist eure größte Angst? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Das würde mich mal mega interessieren. Wovor fürchtet ihr euch so richtig? Also bei mir sind es Clowns und Spinnen. Also total. Ich würde sagen, ich laber jetzt nicht so viel. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Aktiviert die Glocke und let's go. Seht ihr den Hasen? Wie creepy sieht der denn aus? Und das soll ein Schuhmaskottchen sein? Gruselig, richtig gruselig. Oh mein Gott, es geht los. Hat die ein Schulmaskottchen? Ich kenne super wenige Schulen, die irgendwie ein Schulmaskottchen haben. Und warte, der Hase war da. Ich fühlte mich beobachtet und es, glaube ich, stand da sogar auch. Oh mein Gott, okay, können wir hier zwischen irgendwie jemanden wählen oder was ist das? Also der Schüler ist irgendwie umsonst auf jeden Fall. Klassenclown, wie cool ist das denn? Aber nehmen wir mal den Schüler. Wow. Ich glaube, hier müssen wir in den Bus zur Schule einsteigen. Hier sind super viele Leute unterwegs. Und ja, dann geht's ab zur Gruselschule. Und ich habe übrigens ein Halloween-Outfit schon mal an. Wie findet ihr mein Halloween-Outfit? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Aber mein richtiges Halloween-Kostüm kommt erst noch. Hier ist auf jeden Fall jetzt der Bus voll. Ab geht's zur Schule! Warte. Sind ihr nicht noch ausgestiegen, ihr Schulschwänzer? Ich schwänze einfach die Schule. Willkommen zur Schule. Klicke auf die Dinge, um mit ihnen zu interagieren. Es gibt einen Haufen Zeug, was nützlich sein könnte. Okay, wir müssen hier auf die Spinte klicken und da reinglotzen. Dürfen wir, Leute? Ist erlaubt. Oh, Medizinkit. Was soll das denn heißen? Ich hab Angst. Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Okay, was ist hier drin? Wow, gar nichts. Erstmal ganz normal in der Schule erstmal alle Spinte anschauen. Oh, ein Hammer? Wer hat einen Hammer in seinem Spind? Und wozu brauche ich einen Hammer? Was ist hier drin? Ah, ein Apfel. Und hier ist Geld. Wer lässt sein Geld hier drin liegen? Okay, schauen wir mal weiter, was ist hier im Spind? Gar nichts. Und hier im letzten, ich weiß gar nicht, warum der Chat sich immer öffnet. Es nervt ein bisschen. Kaffee. Ab in die Geschichtsklasse. Wir sollten schnell hingehen, bevor es losgeht. Hier, mein Hammer. Seht ihr meinen großen Torhammer? Nein, Spaß. Schnell wegpacken, bevor es nachher Ärger gibt. Was haben wir hier denn in den Schränken? Die kann man auch noch öffnen, die leuchten schon so. Was ist hier denn drin? Einfach mal im Klassenraum rumgucken in den Schränken. Geld! Stecke ich ein! Man muss ja alles mitnehmen hier, ne? Wer weiß, wofür man das alles braucht. Willkommen zur Geschichtsklasse. Okay, ich lese mir das gleich mal durch. Eben kurz gucken, war nichts drin. Okay, setzt euch hin und lernt. Lernen wird dein Mental Health hier unten aufladen. Also, ja. Anscheinend ist das für irgendwas nützlich. Ja, also außer nur schlauer zu werden, ne? Wow, ist jetzt ein bisschen langweilig hier. Keine Action? Gar nichts? Wird hier überhaupt unterrichtet? Der Lehrer bewegt sich gar nicht. Macht mir langsam Sorgen. Was ist das? Stunde vorbei. Wir können jetzt ab in die Cafeteria. Was gibt's denn hier? Was, ich muss auch noch bezahlen dafür? Nee, ich habe selber meinen Apfel. Ich setze mich jetzt hier einfach hin. Apfel ist immer ganz gut. Aber brauche ich, glaube ich, gerade nicht, ne? Wow, sehr spannend hier. Ich kann mit einem Medizinkit jemanden anderes auch noch heilen. Hä, wie cool ist das denn? Okay, Leute. Geht hier irgendwas Spannendes? Müssen wir in die nächste Stunde? Wann ist Pause vorbei? Ah, gerade wo ich sage. Lesen beginnt. Wir haben eine Lesenstunde. Geht dort hin. Oh, ein kleiner Hamster. Oh, ist der süß. Einfach mal freilassen. Geh in die Freiheit, Hamsti. Banane. Was hier alles rumliegt. Und ja, die Lehrerin sieht mir auf jeden Fall sympathischer aus. Einfach mal eine Banane hier. Und jetzt lernen. Wow. Sehr gammelig. Unterricht kann manchmal richtig langweilig sein. Der andere steht schon auf dem Tisch, die andere rennt rum. Ganz normal. Und Schule ist aus. Geht zum Ausgang und ja, verlasst das Schulgebäude. Okay, los geht's. Ab nach Hause. Beste überhaupt. Was? Habt ihr vergessen, dass ihr noch nachsitzen müsst? Excuse me, was hab ich gemacht?
Hoffentlich kein Test, ich habe nicht gelernt, hat jemand gesagt. Oh mein Gott, wo müssen wir hier nachsitzen? In der Leseklasse oder wo? Ah ne, hier. Nachsitzen, wow. Auch noch ein Sad Smiley. Was ist das? Was steht da? Hä? Ich habe mit Luca Prosip gekämpft. Da hat noch jemand gemogelt bei der Arbeit. Ja, er hat mit mir gekämpft. 3 Tage nachsitzen, weil der Dresscode nicht eingehalten wurde. Der andere fand es lustig, mit so Spuckbällen in der Klasse rumzuwerfen. Anime wurde während des Unterrichts geguckt. Was ist los hier? Was ist das für eine Klasse? Die ganze Klasse muss nachsitzen. Wow. Willkommen zum Nachsitzen. Setzt euch hin, seid leise. Denkt darüber nach, was ihr getan habt. Was war das denn? Was war das denn? Was war das für ein Buch? Moment. Die Geschichte des Psycho-Maskottchens? Warum steht da so ein Buch einfach rum? Okay, Geld und nichts mehr. Ich frage mich, wo der Lehrer ist. Ja, das frage ich mich auch. Sieht nach einem sehr seltsamen Buch aus, den der Lehrer auf dem Pult gelassen hat. Lasst uns es lesen. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das Buch sieht gruselig aus. Mo, das Maskottchen, liebt es zu spielen. Jetzt ist Schule aus und der Tag neigt sich dem Ende zu. Es ist Zeit für die Schüler, nach Hause zu gehen. Aber Mo, das Maskottchen, will bleiben und durch die Schule wandern. Unartige Schüler bleiben auch nach dem Unterricht in der Schule. Und dann wird Mo besonders grausam. Die Schüler rennen und passen auf, nicht zu fallen. Aber am Ende wird jeder geschnappt und niemand kann ihn entkommen. Okay, diese Geschichte macht mir Angst. Das macht mir echt Angst. Es gehen Gerüchte in der Schule herum, dass das Schulmaskottchen böse ist. Ich frage mich, wer dieses Buch geschrieben hat. Ja, das frage ich mich auch. Ich will gehen, Mama. Ja, ich will auch gerne. Mama. Euer Nachsitzen ist zu Ende. Es ist Zeit, loszugehen. Wir können jetzt raus aus der Schule. Ich glaube wohl eher nicht. Ich glaube, dass dieser Hase uns aufhalten wird. Ich sehe da echt nicht gerade positiv. Also, das ist verschlossen. 3 Schlösser. Das war der Hase. Das war der Hase, genauso wie es im Buch geschrieben wurde. Oh mein Gott, gar nicht gut. Gar nicht gut. Leute, wir kommen hier nicht raus. Die Haupttür wurde komischerweise irgendwie abgeschlossen. Kein gutes Zeichen. Was würdet ihr da tun? Durchs Fenster, oder? Im Erdgeschoss? Außer die wurden auch noch abgeschlossen, ne? Mo hat 3 Schlüssel in den Spinden versteckt. Überall in der Schule. Finde sie, um die Haupttür zu öffnen und zu entkommen. No way. Über das Schulsicherheitssystem. Leute, überall Laser. Viel Glück und seid vorsichtig. Wow. Wie soll ich das denn... Also mein schlimmster Albtraum. Overnight in der Schule, aber geht richtig schief. Geht richtig schief. Leute, es ist, glaube ich, schon 10 Uhr oder so. 22 Uhr, soweit ich gerade auf der Uhr gesehen habe. Okay, ich würde sagen, los geht's. Will jemand vormachen? Ah, da ist ja schon jemand vorgegangen. Okay, hier ist, glaube ich, nichts drin, oder? Oh, da war gerade ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da ist bestimmt der Hase drin, oder? Ich habe Angst. Oh, ist der Laser weg? Das ist ja voll gefährlich hier. Okay, Luft ist, glaube ich, jetzt gerade kurz rein. Wie mache ich das jetzt? Zack, rüber, jetzt eben schnell nachgucken. Nein, da nicht, da nicht. Was ist da drin? Nein. War da jetzt irgendwas drin? Ich weiß es nicht. Oh, da ist jemand geuft. Nein! Rest in peace! Was? Alle Schlüssel wurden schon gefunden? Okay, ich war mal wieder richtig nutzlos, Leute. Ich hab nichts hinbekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir können jetzt raus! Ab nach Hause, ab in die Freiheit! Ey, wie schnell waren bitte die anderen? Wie könnt ihr das so in Ruhe machen? Ich krieg da mal voll Panik, ey. Mein Herz. Der Schulweg wirkte gerade sehr endlos. Oh nee, nicht nächster Tag wieder in der Schule. Guten Morgen und willkommen zurück in der Schule. Die erste Stunde beginnt in Kürze. Ich grusel mich. Ist hier irgendwas Neues eigentlich in den Spinden drin? Bestimmt nicht, ne? Da könntest du ja die ganze Zeit so viel sammeln. Nee. Wer ist er denn hier? Gib mir dein Mittagsgeld, wenn du durch willst. Warte, ist er so ein Mobber? Er ist so ein richtig fieser Mobber, Leute. Der will einfach mal $20, damit wir durch können. Nö. Computerunterricht fängt jetzt an. Geht dorthin, bevor es losgeht. Mal gucken, ob hier noch Geld ist, weil wir brauchen ja ein bisschen mehr.
Sonst komme ich da nicht durch. Und ich glaube mal, wir müssen da durch, oder? Was ist das denn hier? Computer? Warte, Mini-Game? Willkommen zu Musical Lockers. Gelb, rot, rot. Okay. Gelb, rot, rot. Ah, Geld kriegt man da. Gelb und dann viermal rot. Okay, das ist ja leicht. Das ist sowas von leicht. Gelb, rot, 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 rot. Okay. Rot, gelb, grün, blau, grün, rot. Rot, gelb, grün, blau, grün, rot. Ich kann es nicht merken. Rot, gelb, blau, Wow, ich bin so schlecht, Alter. Ich habe schon gedacht, das ist so einfach, aber nein, war es nicht. Toll. Woher haben die überhaupt dieses Brecheisen? Ich will das auch haben. Von dem Mobber? Ich glaube schon, oder? Der unser Geld will. Der Fiesling. Ich schlafe gleich ein. Der Unterricht ist so langweilig. Bitte mal ein bisschen Action hier machen. Lehrer, was ist das hier? Was ist das für ein langweiliger Unterricht? Da steht noch nicht mal was an der Tafel. Alter, was die gut rübergebracht haben. Der Unterricht dort in dem Spiel ist genauso langweilig wie in Real Life. Stunde ist vorbei und das Mittagessen beginnt. Zack, hier. Hier hast du deine $20. Ja, du hast den Mobber bezahlt. Als ob ich das machen würde. Erstmal Becky im Gym. Erstmal hier Muskeln aufbauen, damit ich den Hasen fertig machen kann. Okay, hier hinten haben wir die Hanteln und nochmal eine Kommode, wo wir reingucken können. Erinnert mich ein bisschen an Doors, wo man überall reinschauen muss. Essen brauche ich nicht. Ich habe eh nur $2, kann mir nichts leisten. Ich bin zu arm. Irgendwas passiert hier. Ich glaube, das Maskottchen will rein. Ah! Oh nein, doch nicht. Hä? Oh nein, das ist das Football-Team. Der Kapitän sieht sehr verärgert aus. Alter, was habe ich dir getan, Junge? Warum musst du so aggressiv gucken? Hey! Jemand hat etwas aus meinem Spind geklaut. Jetzt werdet ihr alle für den Preis bezahlen. Ich weiß nicht. Die Lehrer haben es erlaubt, okay? Die Lehrer sind schuld. Ab auf die Lehrer. Hallo, ihm war offen. Er soll es abschließen. Oh nein, was soll ich machen? Ah, die sehen so aggressiv aus. Hier. Zack. Hilfe, lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott, wie sollen wir alle besiegen? Ey, das geht doch voll schlecht. Oh mein Gott, lasst mich. Oh, ich hab Angst. Oh nee, die sind voll stark. Oh, mach, dass die weggehen. Irgendwie verfolgen die mich dauernd. Oh, jetzt auch das. Hallo? Kann das mal bitte jemand mal sagen hier? Hilfe. Oh, zack. Okay. Jetzt nochmal. Hört er jetzt auf? Okay. Ich glaube, jetzt können wir angreifen. Los, nimm das. Gar nicht mal so einfach. Vor allem so schnell kann man auch nicht laufen. Ich wünschte, man könnte noch schneller laufen, aber es geht schlecht. Nimm das. Zack. Ich hab den Football. Er hat mir den Football zugeworfen. Ich fang den auch noch. Also normalerweise sind Footballspieler auch richtig gut geschützt, ne? Eigentlich irgendwie unmöglich, sich mit denen anzulegen. Ihr habt bestimmt auf mich abgesehen. Warum muss ich immer den Baseball fangen? Ich will den gar nicht haben. Hier, nimm das. Hau ab. Geh weg. Lass mich. Lass meine Freunde in Ruhe. Meine Klasse. Warum steht der jetzt eigentlich hier um? Oh mein Gott. Der wurde umgenietet. Der wurde sowas von umgenietet. Ich glaube, wenn du diesen Football fängst, dann hast du, glaube ich, echt ein Problem, weil die ganzen Leute es auf dich abgesehen haben. Die rennen dir dann hinterher. Okay, die sind jetzt auch erledigt. So viele haben wir jetzt nicht mehr. Der Boss muss noch besiegt werden. Und die anderen da, die drei Stück. Oh, Hilfe. Los hier. Hau ab. Geh weg. Könnt ihr mal bitte abhauen? Das dauert mir echt zu lange hier. Okay, Leute, der Boss ist nur noch übrig. Und der ist jetzt, glaube ich, richtig am Durchdrehen. Der ist auf 180. Der ist richtig sauer. Oh mein Gott, der andere kann diese angesammelten Kügelchen auf ihn schießen. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wir müssen ihn schützen. Er braucht hier ein bisschen Help. Wow. Hilfe. Oh mein Gott. Nein, gerade wo ich angreifen will, greift er mich an. Oh mein Gott, nicht mehr viel. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Ja, schieß auch mehr Sabber-Kügelchen auf ihn. Jetzt. Nein! Leg dich nicht mit der Falschen hier an. Oh mein Gott, er wird ohnmächtig. Und K.O. Das war knapp. Wir sollten schnell hier rausgehen. Ja, ich glaube auch. Das wollte ich eigentlich auch schon vorher, aber geht ja schlecht. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Leute? Haben wir irgendwie Unterricht? Nachsitzen? Nee, Mathe fängt jetzt an. Wo ist Mathe? Wo ist der Mathe-Raum? Aber so ist das eigentlich echt übersichtlich, ne? Wenn immer so da drüber steht, wo die Mathe-Räume sind, wo die Geschichtsräume sind und so. Statt immer nur Raum irgendwie so und so. Irgendeine komische Nummer. Ah, eine Banane. Kann man immer gut gebrauchen. Und, was ist das? Ein Chicken Wing. Angebissen auch noch. Oh, hier haben wir sogar den Hasen. Let's go, Rabbits. Aber da sieht er halt freundlich aus. Längst nicht so gruselig. Okay, was haben wir hier noch drin? Ah, Geld. Okay, cool. Und der Unterricht ist mal wieder super langweilig.
Und noch eine Banane. Was haben wir hier in der Kommode? Der Unterricht ist vorbei. Schule ist zu Ende. Und wir sollen wieder zum Ausgang gehen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen wieder nachsitzen. Wie immer. Irgendwas haben wir wieder verbrochen, Leute. Ich weiß es jetzt schon. Ihr braucht gar nicht rausgehen. Wir können einfach für immer in der Schule bleiben. Ja, ich wusste es doch. Ihr müsst wieder nachsitzen. Ihr seid noch nicht fertig. Was haben wir diesmal gemacht? Ich bin echt gespannt. Wahrscheinlich wieder dieselben Gründe. Wahrscheinlich lassen sie sich nichts anderes einfallen. Was steht diesmal hier? Ja, ich habe schon wieder mit ihm gekämpft. Ey, das ist doch nicht deren Ernst. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Wir sind noch zu dritt. Alle anderen sind, glaube ich, weggegruft. Oder freiwillig rausgegangen, weil die schon keine Lust mehr hatten nach dem einen Bossfight. Okay, Leute, jetzt geht's los. Was erwartet uns jetzt? Es ist schon dunkel geworden. Kommt zurück zum Nachsitzen. Morgen wird euer letztes Mal sein. Hä, müssen wir öfters deswegen jetzt nachsitzen? Ich dachte, nach einmal ist es erledigt. Es ist schon dunkel, hallo? Ich glaube, wir sollten mal nach Hause gehen. Wir haben auch noch gar nichts gegessen. Außer so gammelige Chicken Wings oder Bananen, die rumliegen. Mo ist wahrscheinlich dabei, irgendwo durch die Flure zu laufen. Vielleicht können wir ihn ausweichen, indem wir einen anderen Weg finden. Okay, ist ja total beruhigend. Ich habe Angst, ich will nicht Mo begegnen. Können wir durch ein Fenster? Verdammt, Fenster sind abgeschlossen. Genau das, was ich meinte. Warte, das ist offen. Leute, wir können raus. No way. Hier ist ein Spielplatz. Lieber bin ich auf dem Spielplatz als in der Gruselschule. Willkommen zum Spielplatz. Es wäre vielleicht eine gute Idee, ein bisschen Spaß zu haben, um das Ganze zu verarbeiten. Nach dem ganzen Kampf heute Morgen. Ja, wir wippen jetzt auf dem Spielplatz rum. Können wir auf die Schaukel und so? Rutsche und alles? Wie cool ist das denn? Erinnert mich aber ein bisschen an die Gruselspiele, die ich schon mal gespielt habe. Lasst uns den Spielplatz in der Nacht unsicher machen. Ab zu schaukeln. Nachts schaukeln. Das erinnert mich an meine Overnight-Challenge auf dem Spielplatz, Leute. Ich mag Spielplätze aber nicht in der Dunkelheit. Nicht alleine. Einfach nur schwingen, schwingen, schwingen. Kommt Mo wohl hier auf den Spielplatz? Ich weiß ja nicht. Also ich wäre dafür, dass wir hier bleiben. Warte, was passiert hier? Ah! Da ist er ja! Hilfe! Oh, sieht ja gruselig aus, Alter. Warum hast du so wenig Zähne? Hallo Schüler, ich bin froh, dass ihr die Schnitzeljagd gestern mochtet. Wie wäre es, wenn wir heute Verstecken spielen? Ich gebe euch sogar Vorsprung. Oh, ich will nicht mit ihm Verstecken spielen. Hilfe! Ah, ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Diesen Weg lang, diesen Weg lang. Okay, okay, können wir hier hoch? Oh, ich habe Angst, dass er mich erwischt. Hilfe! Leute, kommt mit! Lasst mich nicht alleine, ich brauche euch noch. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Oh mein Gott. Whee! Warum ist die Rutsche auf einmal so endlos? Ist das hier Backrooms oder was ist das? Oh mein Gott, zum Glück sind da Schilder. So Pfeile, sonst wüsste ich echt nicht, wo lang. Müsst ihr euch mal vorstellen, es wäre ohne Pfeile, es wäre richtig fies. Richtig fies. Oh, ich habe Angst. Ich will mich auch nicht umdrehen, Leute. Okay, wir haben es gleich geschafft, oder? Oh, jetzt hier durch. Alter, was ist das denn? Noch durch so ein Gefängnis? Oh, voll verwirrend. Ich komme mir vor wie in so einem... Oh, da ist er ja! Oh, in so einem Indoor-Spielplatz. Ich habe Angst. Hilfe, der ist hinter mir. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Warum sind wir zu zweit? Ey, der ist direkt hinter mir. Der klebt an mir. No way. Schon Angst. Er kann nicht mehr. Er ist gelebt vor Angst. Oh, jetzt rennt er los. Okay. Alter, wo müssen wir jetzt hin? Wo ist der Hase? Es verschwimmt langsam alles. Okay, wir sind wieder in der Schule. Es ist der nächste Tag. War es nur ein Albtraum? Ich weiß es nicht. Willkommen zurück in der Schule. Seid vorsichtig. Es sieht so aus, als würden viele Mobber im Schulflur unterwegs sein. Hilfe, was ist das denn jetzt hier? No way. Jetzt muss man auch noch auf die aufpassen. Ja, wow. Lass mich in Ruhe, du Mobber. Was ist los mit denen? Leute, ihr müsst jetzt hier gesund werden. Hier, ich brauche euch noch. Ich schaffe das nicht ohne euch. Ein bisschen trainieren hier. Ich glaube, das würde uns sehr gut tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende so ein Bossfight sein wird mit dem Hasen. Ah, jetzt. Geschichte fängt an. Okay, zum Glück. Ich war noch nie so froh, Unterricht zu haben. Ist hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas rum? Eben checken. Könnt alles gebrauchen. Ich glaube, hier ist alles leer. Ich glaube, weil wir schon was rausgenommen haben. Hier ist nichts mehr. Nee. Also ich glaube, wir können einfach nur uns hinsetzen. Und wieder langweiliger Geschichtsunterricht. Sieht so aus, als hätten wir jetzt Noten bekommen für unsere Arbeit letzte Woche. Und Alter, ich habe eine 6. 6
4 Minus. Also Luca hat am besten abgeschnitten hier. Den Klassendurchschnitt erhöht. Alter, ich habe einfach mal eine 6. Die Stunde ist aus und wir müssen aufpassen, dass uns nicht die Mobber erwischen und wir müssen ab zur Cafeteria. Okay, ich glaube, ich sollte mir irgendwas kaufen hier. Was gibt's denn da? Käse. Wow. Einfach mal stumpf ein Stück Käse. Okay, Leute, nächste Stunde beginnt. Oh, Hilfe, Chemie. Oh, nee, ich mag Chemie nicht. Ich mag Chemie gar nicht. Was ist das denn jetzt hier? Oh, voll viele bunte, leuchtende Reagenzgläser. Oh, die ziehen mich magisch an, weil die so schön leuchten. Ist hier irgendwas? Nee. Irgendwie ist in der Kommode gefühlt nie was drin. Was müssen wir hier machen? 5? Richtig? 3 explodieren? Ah, nee, ich will es irgendwie nicht ausprobieren. Da hinten ist das Periodensystem. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Keine Ahnung. Versteht jemand das Minigame hier? Da kann man bestimmt auch Geld kriegen. Aber Unterricht ist jetzt eh vorbei. Schule ist zu Ende. Ah! Hilfe, lasst mich in Ruhe, ihr blöden Bomber. Und wir können jetzt dann gebe ich wieder raus. Erstmal Kaffee gönnen nach dem ganzen Stress. Aber ich glaube nicht, dass wir raus können, oder? Nee. Wir haben schon wieder einmal nachsitzen. 3-mal hintereinander, Leute. Zufall? Ich glaube nicht. Bestimmt sitzen wir mal bis 3 Uhr nachts hier. Also der Lehrer macht einfach gar nichts, ne? Juckt ihn nicht. Juckt ihn gar nicht. Hilfe, das werden ja immer mehr. Geht nach Hause. Und die müssen nicht nachsitzen? Was ist das? Warte. Habt ihr es gerade gesehen? Steht da wieder dasselbe? Immer dasselbe. Und habt ihr es gerade gesehen? Die Fenster waren verbarrikadiert. Davor waren Hölzer. No way. Wir haben keine Chance, also durch die Fenster zu gehen. Das war auf jeden Fall der Hase. Willkommen zu euer letztes Mal nachsitzen. Wir sollten in Zukunft keine Schulregeln mehr brechen. Ja, danke auch. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt irgendwie eine Schulregel gebrochen habe. Aber okay. Wow, bestes Nachsitzen ever. Wir haben noch nicht mal eine Aufgabe. Ja, sieht so aus, als hätte Mo irgendwie die Fenster verbarrikadiert, sodass wir nicht raus können. Wir haben also keine andere Wahl, als durch den Flur zu gehen, um ja das Nachsitzen später zu verlassen, die Schule. Seid vorsichtig. Mo wird dort lauern. Schaut mal, ob ihr ihn sehen könnt, wo er versteckt ist. Okay, wo ist er? Hilfe, wo ist er? Als ob wir einfach so durch können. Ah, da ist er! Da ist er! Ah! Können wir uns hier verstecken? Was macht der andere da? Schläft er da? Wurde er ausgenockt? Ihr müsst euch verstecken, Leute, im Spind. Okay, Luft ist rein. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an Doors. Und, jetzt können wir raus? Ja, wir können raus. Ab in die Freiheit. Endlich Schule aus. Endlich die... Wieder nachsitzen. Warte, was? Wow! Leute, der Hase kommt! Der böse Hase mit seinen komischen Gammelzähnen. Hallo, Schüler. Denkt ihr wirklich, ihr könntet mir jetzt entkommen? Ich dachte ja, aber da wurde einfach ein Tor zugemacht. Ich habe mich dazu entschieden, ein letztes Spiel mit euch zusammen zu spielen, bevor die Schule zu Ende ist. Warte, wie heißt das letzte Spiel? Alter, was ist das für eine Schule? Ey, ich will nie wieder auf diese Schule gehen. Was müssen wir jetzt machen? Hilfe! Warte, der happelt hier rum! Ah, wir müssen ihn angreifen! Oh mein Gott! Der Hase macht mir aber Angst. Oh mein Gott, der kann auch noch buddeln. Was ist er denn? Eine gruselige Version von Bugs Bunny? Was ist das? Du wirst ihn oh mein Gott, nein, er wirft doch noch mit Karotten. Zack, nimm das. Nimm das, du Fiesling. Ey, der kann sogar einen Tornado machen. Ey, der kriegt uns nicht. Der kriegt uns definitiv nicht. Ich will nicht ufen. Ich will auf gar keinen Fall ufen. Oh, der verfolgt mich. Nein, das war richtig knapp. Und jetzt, ich glaube, da wo er, da wo er in Ruhe ist, da musst du ihn angreifen. Nein. Alter, der weiß ganz genau, wo man steht. Jetzt. Okay, man muss die freie Zeit nutzen, wo er rumsteht. Am besten von hinten. Er kann einen ordentlich abwerfen. Das kann ja lange dauern, ey. Zu dritt ist das echt schwer. Hätte nicht mehr überleben können? Hilfe, ja, das denke ich auch, Leute. Das denke ich auch. Voll die gefährlichen Karotten. Jetzt, nimm das, du Hase. Warte, wo bist du? Der ist verdammt schnell. Wie kann er so schnell abhauen? Zack, 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 nimm das. Lass mich. Ich glaube, man muss ein bisschen opfern, damit man es irgendwie schafft. Aber Hauptsache, man kriegt ihn schnell erledigt. Oh mein Gott, nein, lass mich in Ruhe, der springt ja direkt zu mir hin. Also hier, der Petrov, der greift einfach an. Ihm ist es egal. Ich glaube, er wird sich nachher noch opfern, wenn er so weitermacht. Oh mein Gott, wir haben ihn gleich. Ah, man muss echt auf alles achten. Ah, Hilfe. Jetzt. Er ist immer derselbe Ablauf. Man muss sich am besten merken, wie er vorgeht, um ihn dann anzugreifen. Aber ich will jetzt einfach erledigen. Wir haben es gleich! Oh mein Gott, wir haben es gleich! Noch einmal! Los! Wir haben es geschafft! Ja, Mann! Du bist erledigt worden, du böser Hase! Sieht so aus, als wäre es jetzt endlich vorbei! Endlich!
Alles jetzt, wir können jetzt nach Hause. Endlich. Es war aber auch wirklich schwer. Jetzt können wir endlich nach Hause. Endlich, was ist das bitte für eine Gruselschule? Boah, ich schwitze. Boah, ihr müsst es mal gespielt haben. Das ist echt richtig gut gemacht. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und ich habe jetzt einen gelben, goldenen Rucksack. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten. Ich habe euch so, so sehr lieb. Bye.